keine einfachen Entscheidungen oder sag mal viele Diskussionen mit unserem Team oder intern. Ja, und haben uns dann einfach gewagt, zum sagen, okay, es ist jetzt einfach Zeit. Die Politik hat nicht gewusst, was sie will. Einfach hin und her. Wir haben uns eigentlich schon fix eingestellt darauf, dass es ab 1. Mai nicht rauchen wird. Und ja, dadurch, dass wir immer mehr oder immer zu wenig Nichtraucherplätze haben, dort immer ausgebucht sind, ist es jetzt einfach reif zum sagen, hey, jetzt müssen wir einen Schritt in die andere Richtung machen. Vor allem aus gesundheitspolitischer Gründen ist es einfach nur tragbar. Ich habe heute gerade gelesen, täglich sterben 2 bis 3 an Passivrauch und das ja, mag ich mit dem Thema einfach umsetzen. Und die Zeit ist einfach reif und jetzt haben wir gesagt, ja, wir machen es. Oh, wenn es nicht einfach ist, ich habe die letzten Tage viel diskutiert und mit der Stammgäste und da haben wir viele Raucher, liebe Raucher, wo Freunde sind oder Freunde seit 30, 40 Jahren schon sind. Es ist keine einfache Entscheidung, aber ja. Ich hoffe, sie unterstützen uns noch in Zukunft und kommen trotzdem noch zu uns, weil es ist natürlich keine einfache Entscheidung, weil wir wissen nicht, ja, sind es Einbußen die ersten Wochen, Monate. Aber das ist ja nicht alles. Einfach, wir schauen jetzt einfach auf die Gesundheit vom Team und die Gesundheit für unsere Gäste, weil wir haben so viel Essen, wir haben so viel Familie und ja. Ich glaube, es ist jetzt einfach Zeit dazu. Glaubst du, sollten viel mehr Lokale diesen Schritt wagen? Es muss natürlich jeder selber wissen für sich. Es gibt verschiedene Arten von Lokale. Ja, aber ich finde es auf der anderen Seite auch gut, dass jeder Wirt selber entscheiden kann, was will ich für Gäste, was will ich für Publikum, beziehungsweise wenn einer selber Raucher ist, dann macht es mir nichts aus. Oder ich bin selber nicht Raucher, für unser Team sind einige nicht Raucher, wobei auch Raucher, wobei es sind eigentlich unser ganzes Team hat gesagt, bitte mach nicht Raucher, wir stehen zu dir und ja, darum haben wir den Schritt jetzt so gewagt.